Hey, hey, willkommen auf meinem Aquaristik-Kanal. Heute mit einem neuen Video aus meiner Fischhut. Ich hoffe, es wird euch gefallen und ihr werdet in Zukunft mal öfter vorbeischauen. Viel Spaß damit! So, willkommen zu einem neuen Video in meiner Fischhut. Heute geht es um Ammonium und Ammoniak. Und dies werde ich euch wieder präsentieren anhand einer Präsentation. So, Fakten zu Ammonium und Ammoniak. Ammonium ist recht ungiftig für unsere Fische. Jedoch ist Ammoniak giftig, da es den pH-Wert des Blutes unserer Bewohner verändert. Schon ab einem Gehalt von 0,02 Milligramm pro Liter wird es gefährlich für die Bewohner. pH und Ammonium und Ammoniak. pH und Ammonium und Ammoniak hängen zusammen. Je höher der pH-Wert, umso höher ist Ammonium oder Ammoniak möglich. Ups. Und dasselbe ist auch bei einem Temperaturanstieg. Ammonium und Ammoniak im Stickstoffkreislauf. Entsteht durch Abfälle und Atmung der Fische. Ammonium kann Nährstoff für Wasserpflanzen sein. Jedoch wird es von Bakterien zu Nitrit umgewandelt. Vergiftung durch Ammoniak. Die Symptome sind gleich wie bei einer Nitritvergiftung oder einer CO2-Vergiftung. Deshalb sollten die Tests durchgeführt werden und es kann ausgeschlossen werden, dass es sich um die ein oder andere Vergiftung handelt. Hier habt ihr noch die Quellenangabe, wo ihr dies nachlesen könnt. Einfach bei Aquasabi in das Aquascaping Wiki reinschauen. Da könnt ihr das Ganze noch einmal nachlesen, wenn ihr möchtet. Auch hier für den NH4-Gehalt zu messen, also Ammonium, Ammoniak, entnehmen wir als erstes eine Wasserprobe, um diese auf die Werte testen zu können. Kommen wir jetzt zu diesem Testmittel. Dieser besteht aus drei Testmitteln. Von dem ersten kommen jeweils vier Tropfen in das Testwasser. Dann nehmen wir die zweite Testflüssigkeit. Von diesem kommen auch jeweils zwei Tropfen in das Wasser. Vier Tropfen in das Wasser. Und von der dritten Testflüssigkeit kommen hier fünf Tropfen in das Testwasser. Dann wird das Ganze auch einmal geschüttelt und dann heißt es warten. Jetzt haben wir hier das ausgewertete Testwasser. Und wie wir sehen können, ergab sich eine ganz leichte Färbung, die jedoch bei diesem Test normal ist. Und das heißt, wir haben hier ein NH4-Gehalt von kleiner als 0,05 und wären damit vollkommen in der Toleranz. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ich werde euch bald wieder auf meinem Kanal begrüßen können.